Willkommen im Hotel Silber zu unserer Live-Führung heute im Rahmen der CSD-Kulturwochen. Mein Name ist Friedemann Rinke vom Haus der Geschichte. Neben mir Ralf Bogen, er wird sich gleich selber noch vorstellen. Ich möchte Lea Theresa Berg hinter der Kamera, hinterm Handy erwähnen, die das heute mit uns macht. Ich will in ein, zwei Minuten kurz sagen, was Sie heute hier erwartet. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie dazugeschaltet haben. Wir werden heute eine Schwerpunktführung machen. Wir werden also nicht durch die in jedem Raum der Ausstellung ausführlich sein, sondern vor allen Dingen Ralf wird an den Punkten der Ausstellung etwas erzählen, wo es um die Verfolgung, Diskriminierung von homosexuellen Menschen hier in Stuttgart und in Württemberg geht. Ganz kurz einen Satz zum Hotel Silber. Der Name kommt daher, es war mal ein Hotel, 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Dann hat der Besitzer verkauft ans Land und zwischen 1928 und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das eben hier eine Polizeidienststelle. Also das heißt von der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis weit in die Bundesrepublik hinein und zwischen 33 und 45 eben die Zentrale der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo hier für Württemberg und Hohenzollern. Wir gehen gleich kurz durch die Ausstellung, machen eine erste Station hier im Flur und werden dann eben an den markanten Punkten, die ich erwähnt habe, kurz Station machen. Und das wäre es erstmal von mir gewesen. Lieber Ralf, ich übergebe. Von meiner Seite aus auch ein herzliches Hallo an alle Zuschauenden. Mein Name ist Ralf Bogen und ich bin Mitarbeiter der AG Ausstellung des Hotels Silber für die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Anlass unserer Führung ist, wie gesagt, der CSD 2020 in Stuttgart. In diesem Jahr hat der CSD das Motto Vielfalt braucht Verstärkung und wir wollen mit unserer Führung dazu beitragen, lange, 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 sage ich mal, viele, viele Jahre galt, es gibt nur Mann und Frau, zwei Geschlechter und alle Menschen sind heterosexuell. LSBTIQ-Menschen, die nicht in diese Norm passen, wurden viele Jahre lang diskriminiert als pervers, widernatürlich, krank, Menschen zweiter Klasse, ausgegrenzt und stigmatisiert, insbesondere in der NS-Zeit. Drangsaliert und entwürdigt. Ich bin froh, dass wir heute diese Vielfalt in Erinnerung zeigen können, dass heute auch in Baden-Württemberg wir einen Erinnerungsort haben, wo das Unrecht gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten aufgezeigt wird. Ich will kurz noch LSBTIQ erklären. LSB, die ersten drei Buchstaben stehen für die sexuellen Minderheiten und die zweiten drei Buchstaben TTI für die geschlechtlichen Minderheiten, Transgender-Personen, transsexuelle Menschen und intersexuelle Menschen. Und der letzte Buchstabe Q steht für queere Menschen. Queere Menschen sind Menschen, die in die bisher genannten Gruppen nicht angemessen beschrieben lassen werden können und wollen. Letztlich natürlich reichen auch sieben Buchstaben nicht aus, um die ganze menschliche Vielfalt in puncto Liebe, Sexualität und Geschlecht darzustellen. Die Kölner sagen, jeder Jeck ist anders und letztlich ist es ja auch so individuell wie der Fingerabdruck. Jeder Mensch ist letztlich eine einzigartige Geschlechtsvariante. Dann gehen wir gleich mal in den Ja. Flur. Einen kleinen Nachsatz noch. Wir freuen uns über Fragen sehr gerne. Wir hatten es aber so für uns abgesprochen, dass wir es vielleicht am Ende der Führung machen. Wer Fragen hat, sehr, sehr gerne. Wir stehen natürlich auch noch zur Verfügung. Aber jetzt machen wir erstmal den Rundgang und beantworten Fragen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute hier sind. Das Hotel Silber hätte eigentlich abgerissen werden sollen. Die Pläne sind so 10, 12 Jahre alt. Und es hatte sich damals, ja, ich sage es jetzt mal allgemein, in der Bürgerschaft da starken Widerstand gegen diesen Abriss des historischen Gebäudes gebildet, letztendlich auch mit Erfolg. Das waren sehr unterschiedliche Gruppierungen, die sich hier engagiert haben, dass hier ein Erinnerungsort entstehen kann und soll. Und an einer Station hier im Flur haben wir eben auch schwul-lesbische Communities thematisiert. Da gebe ich wieder an Ralf. Ich möchte vor allem auf dieses Bild eingehen. Schwule NS-Opfer werden nicht verschwiegen. Deshalb ja zum Erhalt des Hotels Silber. Schön wär's.
Schön wäre es, war damals das Motto 2010 vom CSD. Da rührt auch noch das T-Shirt, was ich heute trage, weil es einer meiner Lieblingsmottos ist. 2010 hat die Stadt Stuttgart ein Hearing veranstaltet im Rathaus zum Umgang mit dem Gebäude Hotel Silber, weil damals war ja die große Streitfrage, wird es abgerissen oder nicht. Es haben sich mehrere Einzelpersonen und Vereine zur Initiative Hotel Silber zusammengeschlossen. Heute haben wir 25 Vereine und es sind 4 aus dem LSBTTIQ-Community, Weißenburg-Zentrum, IGCSD Stuttgart, Kings Club und LSVD Baden-Württemberg. Ich denke, es war nicht ohne Zufall, dass wir uns hier beteiligt haben an dem Kampf um das Haus, um den Erhalt des Hauses als Erinnerungsort, weil es bis zu 2010 keinen einzigen angemessenen Ort gab, wo angemessen an das Unrecht gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in Baden-Württemberg gedacht worden ist oder erinnert worden ist. Okay, dann gehen wir mal hoch in den ersten Stock in die Dauerausstellung. Auf dem Weg dahin. Es ist tatsächlich ein historischer Ort, der Hotel Silber. Also in dem Teil, in dem wir uns hier befinden, ist die Bausubstanz und vor allen Dingen auch die Struktur, also Zimmereinteilung und so weiter, etwa 120 Jahre alt. Es gab natürlich im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder Eingriffe, aber im Wesentlichen haben wir es hier mit diesem Gebäude vom Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich zu tun. Wird man gleich oben in der Dauerausstellung sehen. Wir werden durch relativ kleine Räume gehen. Das sind die damaligen Hotelzimmer eben noch und die dann eben später als Büros genutzt wurden. Das war einfach sehr praktisch, sodass man daran eben auch gar nichts geändert hat. Wir haben natürlich auch nichts daran geändert, um den historischen Ort zur Geltung zu bringen. Heißt aber eben auch, dass wir relativ kleine Ausstellungsräume haben. Von meiner Seite aus nur ein paar Sätze. Ich hatte es unten schon gesagt, 1928 zieht hier das Stuttgarter Polizeipräsidium ein und hier beginnt auch unsere Ausstellung, also noch in der Weimarer Republik. Und wir stellen uns hier im ersten Raum vor allem die Frage, welche Rolle hat die Polizei gespielt bei dem Weg in die Diktatur? Hat sie den Widerstand geleistet? Hat sie sozusagen das neutral begleitet oder muss man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass sie am Ende sozusagen die Machtübergabe mit befürwortet hat oder doch sozusagen begrüßend hingenommen hat. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir eben auch darüber sprechen, nicht nur über die NS-Zeit, sondern uns auch Fragen stellen können, wie ging es rein in die Diktatur und am Ende natürlich auch, wie ging es wieder raus und welche Rolle spielte jeweils die Stuttgarter Polizei dabei? Es geht dann hier in den nächsten Räumen um die ersten großen Verhaftungswellen 1933, vor allen Dingen gegen die politischen Gegner des Nationalsozialismus, KPD, SPD, Gewerkschaftsverbände und ähnliche. Weiter, sagen wir mal, in den ersten Jahren ab 1933 widmen wir hier uns oder schauen uns genauer an, in dieser Zeit die Hauptaufgabe der Gestapo, also Kampf gegen die politischen Gegner. Hier ist es vor allen Dingen die KPD, der es auch immer wieder gelungen war, dann illegale Strukturen aufzubauen und politischen Widerstand zu leisten. Dagegen geht die KPD vor allen Dingen, die Gestapo natürlich, vor allen Dingen mit V-Leuten vor, haben wir hier in dem Raum thematisiert. Und hier schließlich da haben wir so einen Zeitraum, wo sich der Aufgabenbereich der Gestapo ändert und erweitert. Sie wird im Grunde zu dem, was man so eine völkische Polizei nennt. Sie verfolgt also nicht nur aus ihrer Sicht politische Kriminalität, sondern sie verfolgt auch einzelne Menschen und Gruppen, die nicht zu der sogenannten nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gehören. Viele Gruppen waren davon betroffen, unter anderem eben auch Homosexuelle, und da gebe ich wieder an Ralf ab hier in den Raum. Ich möchte vor allem auf hier in diesem Raum auf ein Exponat eingehen, was hier gezeigt wird, und zwar
weil das lange in der Erinnerungs- und Gedenkkultur sowohl in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR verschwiegen worden ist. Der spätere Widerstandskämpfer Hans Scholl von der Weißen Rose, der, wie wir wissen, 1943 in München hingerichtet worden ist, hatte im Hotel Silber, die wurde zum ersten Mal verhaftet in Stuttgart, wo er Soldat war und ins Hotel Silber verbracht und hier verhört wegen homosexuellen Handlungen nach § 175a. Er kam dann in Untersuchungshaft 2,5 Wochen und aus der Untersuchungshaft, die er über Weihnachten verbringen musste, hat er an seine Eltern einen Brief geschrieben, der hier an der Wand dargestellt wird. Ich gehe mal näher hin noch. Aus dem Brief will ich kurz einen kurzen Auszug vorlesen. Ich will alles wieder gut machen, wenn ich wieder frei bin, damit ihr wieder stolz auf euren Sohn sehen könnt. Wenn man den Brief liest, dann kann man nachvollziehen, wie einprägsam diese Erfahrung für Hans Scholl gewesen ist, auch für seinen weiteren Weg zum späteren Widerstandskämpfer. Okay, ich steige mal über das Kabel hier rüber. In der, sagen wir mal, grob chronologisch angeordneten Ausstellung ist hier etwa Beginn des Zweiten Weltkrieges für die Ausstellung und für dieses Thema ganz wichtig, ist hier zu sagen, dass unsere lokalgeschichtliche Perspektive, die wir hier mit Hotel Silber Stuttgart-Württemberg haben, hier sich im Grunde erstmal erweitert um eine europäische Perspektive. Das Personal der Gestapo wird in die besetzten Länder abgeordnet, ist dort an der Repression gegen die Bevölkerung beteiligt und auch an den großen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Holocaust, Verfolgung anderer Gruppen. Die Beamten und Angestellten hier aus dem Hotel Silber waren unmittelbar in ganz verschiedenen Funktionen auch an diesen Verbrechen in ganz Europa beteiligt. Auf der anderen Seite gibt es diese Bewegung auch andersherum. Zunächst Tausende, dann Zehntausende, irgendwann Hunderttausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kommen eben aus den besetzten Gebieten dann hierher nach Stuttgart und Württemberg. Und auch hier ist die Gestapo zuständig mit der Überwachung der Zwangsarbeiter. Es ist eines ihrer großen Aufgabenfelder während des Zweiten Weltkrieges und sie reagiert auch hier mit massiver Repression, die wir hier in diesem Raum versucht haben, wenigstens ansatzweise zu thematisieren und darzustellen. Ganz kurz, bevor ich wieder an Ralf übergebe, die Deportation der jüdischen Bevölkerung, eines der zentralen Verbrechen sicherlich der Gestapo, mit der wir es auch heute noch in Verbindung bringen. Wir haben hier in diesen beiden Räumen, Besucherinnen und Besuchern nahegelegt, über eine gewisse Vergleichbarkeit nachzudenken. Wir reden hier im Hotel Silber vornehmlich über politische Polizei und Gestapo. In diesem Raum, in dem nächsten, reden wir auch über die Kriminalpolizei und machen dort deutlich, dass die Kriminalpolizei andere Zuständigkeiten hatte als die politische Polizei und Gestapo, auch nicht hier im Hotel Silber war, in ihrem Zuständigkeitsbereich aber eben vergleichbar, nicht gleich, aber doch vergleichbar der Gestapo agierte und auch mit den gleichen Rechten ausgestattet war. Unbefristet inhaftieren, ohne richterliche Anklage inhaftieren dürfen, das Recht zur Einweisung in Konzentrationslager. Also in diesem Raum sprechen wir vor allen Dingen über die Kriminalpolizei, um auch ein bisschen dem Eindruck entgegenzutreten, dass es im Grunde nur die Gestapo war, die diesen SS-Staat von polizeilicher Seite stützte und ausmachte. Die anderen Polizeien waren ebenso involviert, nur eben mit anderen Aufgabengebieten. Und da kann ich gleich wieder überleiten zu Ralf. Ich möchte zunächst auf zwei Erlasse vom Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, eingehen. Er war, wie gesagt, Chef nicht nur der Gestapo, sondern auch Chef der Kriminalpolizei. Der erste Erlass war der Geheimerlass Heinrich Himmlers zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung von 1936. Da möchte ich daraus vorlesen.
Die erhebliche Gefährdung der Bevölkerungspolitik und Volksgesundheit durch die auch heute noch verhältnismäßig hohe Zahl von Abtreibungen sowie die homosexuelle Betätigung einer nicht unerheblichen Schicht der Bevölkerung erfordert mehr als bisher eine wirksame Bekämpfung dieser Volksseuchen. Um eine Erfassung und wirksame Bekämpfung dieser Vergehen nach einheitlichen Richtlinien sicherzustellen, errichte ich eine Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung. Dieser Reichszentrale in Berlin mussten die lokalen politischen Polizeistellen als auch die Kripo-Stellen der Kriminalpolizei, die ja bislang sowieso immer damit befasst war, für die politische Polizei war das ein neuer Aufgabengebiet, mussten Vergehen nach Abtreibung oder homosexuelle Handlungen nach Berlin melden. Für 1938 ist die Jahresstatistik überliefert. Es kam zu über 28.000 Meldungen. Bearbeitete Fälle wurden reichsweit nach Berlin gemeldet. Was vielleicht auch interessant oder wichtig ist zu sehen, ist, dass unter Homosexualität hat Heinrich Himmler hier nur die männliche Homosexualität verfolgen lassen. Also die nur nach § 175 und 175a mussten die lokalen Polizeien Vergehen melden und auch melden, wie welche Strafmaßnahmen gegenüber einzelnen homosexuellen Männern durchgeführt worden sind. Der zweite Erlass, der ziemlich zentral war für die Radikalisierung der Verfolgung in der NS-Diktatur, war der Erlass während des Krieges, also 1940. Ich lese vor: Ich ersuche in Zukunft alle Homosexuellen, die mehr als einen Partner verführt haben, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugungshaft zu nehmen. Polizeiliche Vorbeugungshaft bedeutete KZ-Einweisung durch die Kriminalpolizei. Und hier mag ich auf den Tisch zeigen, wie die Kriminalpolizei dabei vorgegangen ist. Die Kriminalpolizei, also es wird hier generell wird an dem Tisch und auch an der Wand drei konkrete Beispiele gezeigt für KZ-Einweisung von homosexuellen Männern. Und am Tisch wird das Schreiben, die Kriminalpolizeileitstelle Stuttgart ist so vorgegangen, dass sie sich an das Zuchthaus Ludwigsburg gewandt hat, damit Strafgefangene, die eine Strafhaft zum zweiten Mal nach § 175 oder 175a verbüßt haben, nicht in Freiheit entlassen werden, sondern der Kripo-Leitstelle zu überstellen sind, die dann für die KZ-Einweisung gesorgt hat. Hier, Otto Schorer ist das erste Beispiel, auf das ich jetzt eingehen werde. Otto Schorer wurde von der Kripo-Leitstelle Stuttgart 1941 in das KZ Flossenbürg eingewiesen. Bei der Einweisung ins Konzentrationslager wurden den Häftlingen alle persönlichen Habseligkeiten abgenommen und die wurden in der Effektenkarte, so hieß es, von der SS penibelst erfasst. Also das sieht man hier. Hier wurde auch der Haftgrund, § 175, festgehalten auf der Kartei. Otto Schorer hat die KZ-Haft nicht überlebt. Anders auf das zweite Beispiel, was ich eingehen will, was hier dargestellt wird, Albert Fendel. Albert Fendel hat überlebt, obwohl mit ihm im KZ Dachau, wo die Kripo-Leitstelle Stuttgart ihn 1940 eingewiesen hat, medizinische Versuche durchgeführt hat, unter anderem mit dem Malariaerreger. In der Mitte werden zwei Exponate zu Friedrich Enschelmeyer gezeigt. Friedrich Enschelmeyer wurde von der Kripo-Leitstelle Stuttgart 1940 ins KZ Dachau, auch nach Dachau, eingewiesen und kam dann über das KZ Sachsenhausen nach Neuengamm und ist auch 1940, also im gleichen Jahr, gestorben im KZ Neuengamm im Alter von 32 Jahren. Offiziell hat die SS als Todesursache Herzschlag angegeben. Das ist insofern bemerkenswert, weil er nämlich
im gleichen Jahr 1940 aus dem Zuchthaus Ludwigsburg entlassen worden ist und da galt als arbeitsfähig und als gesund. Hier sieht man die handschriftlich verfasste Trauerkarte der Mutter. Da möchte ich kurz vorlesen. Die Mutter hat nämlich 1941 eine Trauerfeier im Cannstatter Friedhof organisiert. In tiefer Trauer teile ich euch mit, dass mein lieber Sohn Friedrich unerwartet rasch einem Herzschlage erlegen ist. Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Kernfamilie und vor allem die Mutter sehr wohl zu ihrem Sohn Friedrich Enschelmeier gestanden ist, trotz alledem, was ihm widerfahren ist. Anders, wie man vielleicht vermuten kann, wie das zweite Exponat nahelegt. Das zweite Exponat ist die Familienbibel von der Familie Enschelmeier, wo auf der Geburtsseite der Bibel der Name von Friedrich Enschelmeier 1928 durchgestrichen worden ist, also noch vor der Machtübernahme der NSDAP 1933, vermutlich nach Bekanntwerden seiner homosexuellen Orientierung. Die Familie Enschelmeier, die heutigen Angehörigen der Familie Enschelmeier unterstützen die Aufarbeitung des Unrechts und haben uns auch dankenswerterweise diese Exponate zur Verfügung gestellt. Ich will vielleicht hier noch eingehen auf die Verfolgungsintensität in unserer Region. 5 außeruniversitär Forschende haben das Projekt, Internetprojekt der Liebe wegen gemacht, zusammen mit Rosa Hilfe Freiburg und mit der Weißenburg Stuttgart. Wir haben dort über 250 Einzelschicksale dargestellt und auch 75 Männer aus Baden und Württemberg, also unserer heutigen Region, die KZ-Haft nicht überlebt haben. Vielleicht, ja, wir können weitergehen jetzt zum letzten. Wir machen jetzt einen kleinen oder einen relativ großen Sprung durch die Räume hier. Hier geht es nochmal um vor allen Dingen das Agieren der Gestapo gegen Ende des Krieges. Hier kommen oder vermehrt sogenannte Delikte auf Rundfunkverbrechen und Ähnliches. Wir haben auch ein sehr einleuchtendes Beispiel, wie Jugendliche verfolgt werden, weil sie die falsche Musik hören, also Musik, die dem im NS verpönt waren. Wir sprechen natürlich nochmal auch über die letzten Verbrechen der Gestapo, vor allen Dingen über die Morde, die noch im April 1945, also wirklich wenige Tage vor Ende des Krieges, wenigstens hier im Südwesten, hier im Hotel Silber im Keller von Beamten der Gestapo begangen wurden. Und dann sprechen wir natürlich über die Nachkriegszeit und frühe Bundesrepublik. Ich hatte es unten schon gesagt, die Kriminalpolizei nutzt das Gebäude im Grunde ab Anfang Mai 1945. Das Hotel Silber steht also wirklich nur wenige Tage nach dem Flucht der Gestapo-Beschäftigten leer. Dann zieht hier die städtische Polizei ein und vor allem die Kriminalpolizei. Und in den letzten Räumen stellen wir uns eben bestimmte Fragen zur Kriminalpolizei. Wer hat dort eigentlich gearbeitet? Wo kamen diese Kriminalisten her? War das eine neue Polizei? Waren es Männer und Frauen, die vor 1945 schon für die Polizei gearbeitet haben? Wir fragen uns natürlich aber auch, nicht nur, was hat sich im Personal geändert, was hat sich in der Verfolgungspraxis oder in der kriminalpolizeilichen Praxis geändert und was hat sich nicht geändert? Also wie lange hat es gedauert, dass sich zum Beispiel auch Vorstellungen bezüglich bestimmter Gruppen geändert haben oder beziehungsweise längere Zeiträume eben auch nicht geändert haben? Darüber sprechen wir gleich nochmal im letzten Raum, nur ganz kurz. Es geht uns hier natürlich auch darum, was wird jetzt aus dem Personal eigentlich der ehemaligen Gestapo dann? Thema Spruchkammern, strafrechtliche Verfolgung oder ausgebliebene strafrechtliche Verfolgung sind natürlich Themen. Und ganz kurz, das finde ich doch immer sehr interessant, es haben nach 1945 hier im Hotel Silber auch ehemalige Verfolgte gearbeitet, politisch Verfolgte, die sich hier bei der Polizei beworben haben, um eben einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Polizei nach 1945 eine ja, verlässlich dem Rechtsstaat verpflichtete Polizei wird.
Gleichzeitig haben aber auch ehemalige Verfolger, also ehemalige Gestapo-Beamte, hier wieder einen Arbeitsplatz gefunden. Es waren nicht so viele, wir wissen von 14 Stück, aber immerhin, sodass wir die Situation im Hotel Silber haben, dass hier ehemalige Verfolgte und ehemalige Verfolger bis Anfang der 70er Jahre hier im Grunde Tür an Tür zusammen bei der Kripo gearbeitet haben. Und im letzten Raum stellen wir uns dann nochmal ganz konkret die Frage und betrachten bestimmte Gruppen, für die die Verfolgung nach 45 und die Diskriminierung eben nicht endete. Es änderte sich das eine oder andere, aber die Verfolgung endete eben nicht wirklich. Und darüber möchte Ralf noch kurz sprechen. Ich mache noch kurz den Ton hier aus. So. Ich möchte hier am Leuchttisch, wo die Kontinuität der Verfolgung am Beispiel von Homosexualität oder Bekämpfung von Homosexualität gezeigt wird, auf zwei Aspekte eingehen. Einmal über das Weiterleben von Vorurteilen und dann über die konkrete Ermittlungspraxis gegen homosexuelle Männer in den 1950er und 1960er Jahre. Es sind für das Weiterleben von Vorurteilen sind vier überlieferte Ordner von der Abteilung Sitte, also der Sittenpolizei der städtischen Kripo, die hier nach 1945 im Hotel Silber untergebracht war, ziemlich bedeutsam, weil die Sittenpolizei dort insgesamt 34 Kategorien aufgeführt hat, die sie für beobachtenswert oder für sittenwidrig gehalten hat. Dazu gehörte unter anderem die lesbische Liebe. Und lesbische Liebe ist insofern auch interessant, dass sich die Polizei sich damit überhaupt befasst hat, weil lesbische Liebe nicht nach § 175 verboten war. Hier in Württemberg war praktisch lesbische Liebe nicht verboten. Dennoch hat sich die Polizei damit befasst, weil sie das für sittenwidrig gehalten hat. Dazu muss man vielleicht auch wissen, die Geschlechterrollen, die traditionellen vorherrschenden Geschlechterrollen in diesen Jahren, 1950er oder 1960er Jahren, waren so, dass die Frauen den Ehemännern unterstützen sollte, dass eigentlich eine selbstbestimmte Sexualität, unabhängig von den Männern, für die damalige Zeit ein ziemliches Tabu war. Die Polizei hat sich auch mit Menschen, die geschlechtlichen Minderheiten zugehören, beschäftigt und unter den Kategorien Transvestitismus und Damenimitatoren praktisch kategorisiert. Sie hat Ermittlungsaufnahmen dort abgesehen von mehreren Menschen gemacht worden und sind dort zu sehen, unter anderem von Toni Simon, auf den oder die ich jetzt genauer eingehen möchte. Ich sage der oder die, weil wir nicht wissen, ob Toni Simon sich als transsexuelle Frau verstanden hat oder als Transgender-Person. Ich versuche jetzt, so wie hier in der Ausstellung, sowohl das männliche als auch das weibliche Pronomen zu verwenden und hoffe, ich komme nicht durcheinander. 1908 ging sie oder er eine Ehe ein. Aus dieser Ehe sind 3 oder 5 Kinder hervorgegangen. Da gibt es unterschiedliche Quellen, sind da überliefert. Sie ist dann oder er ist dann in den 1940er Jahren nach Stuttgart-Kornwestheim gezogen, wo er oder sie als Prüferin von Hochspannungsmasten gearbeitet hat. Er hat von den Stuttgarter Behörden oder sie hatte von Stuttgarter Behörden die offizielle Erlaubnis, Frauenkleider zu tragen. Und was ich eben besonders hervorhebenswert finde an Toni Simon, ist ihren Mut, wie sie schon 1950 sich für die Liberalisierung des § 175 eingesetzt hat. Sie hat eine Eingabe gemacht an den damaligen Bundesjustizminister Dehler und es zu der damaligen Zeit, dazu gehörte sicherlich sehr viel Mut
und gehört Toni Simon für mich zu unseren Vorkämpferinnen der heutigen CSD-Bewegung oder Vorkämpfern. Jetzt möchte ich auf den zweiten Aspekt eingehen, nämlich die konkrete Ermittlungspraxis. Diese Kripo hier im Stuttgarter Hotel Silber hatte eine Abteilung, die Sittenpolizei, die ging davon aus, dass 2000 Stuttgarter praktisch der Homosexualität verdächtigt waren, dass sie 2000 Männer zu beobachten hat und bei ihren Beobachtungen identifizierte sie einschlägige Treffpunkte wie Lokale, aber auch öffentliche Toiletten oder selbst die Duschen von öffentlichen Bädern. Es sind Dokumente überliefert, nachdem die städtische Kripo auch V-Männer einsetzte bei ihren Ermittlungen und sie hat vor allem eine Kartei mit Lichtbildersammlungen erstellt und angelegt für ihre Ermittlungsarbeit. Wo diese Datei verblieben ist, also ich habe mich 2011 an das Polizeipräsidium Stuttgart gewandt und gefragt, wo diese Lichtbilderkartei verblieben ist, die was aus Dokumenten hervorgeht, dass sie die gegeben haben muss, weil mich auch vor allem interessiert hat, wie viele Männer da von diesen 2000 erfasst waren mit Fotos. Leider konnte das Polizeipräsidium Stuttgart dazu keine Aussagen gemacht werden, wann die verschwunden ist oder wo die verblieben ist. Man muss wissen, dass die Kripo in Baden-Württemberg praktisch am meisten homosexuelle Männer verfolgt hat. Es gab hier zwischen 1953 und 1969, solange wie der Paragraph 175 in der nationalsozialistischen Fassung in der Bundesrepublik galt, gab es fast 20.000 Ermittlungsverfahren und über 7.000 Verurteilungen. Die Repression war so groß, dass auch unter den verfolgten Männern auch ehemalige KZ-Häftlinge dabei waren, unter anderem Karl C., das wird auch hier in der Ausstellung gezeigt, ich will aus Zeitgründen jetzt nicht näher darauf eingehen. Was mir wichtig ist zu betonen, dass trotz dieser hohen Repression in Baden-Württemberg es nach 1945 zu homosexuelle Freundschaftskreise sich gebildet hat, unter anderem die Kameradschaft Die Runde in Reutlingen, die sich ab 1956 auch in Stuttgart getroffen hat. Neben ernsten Themen wie zum Beispiel, dass sie Tipps für Verhöre mit der Polizei sich beraten hat lassen oder Rechtsberatung generell bei § 175 oder sogar Fluchthilfe geleistet haben, Männer, die geholfen haben, in die Schweiz zu fliehen, wo es diesen Paragraph 175 nicht gab. Neben diesen ernsten Themen haben die Männer auch verstanden, sich trotzdem auch den schönen Seiten des Lebens zu widmen. Gerade Zürich war da ein beliebtes Reiseziel, weil in Zürich gab es legendäre Bälle, wo schon damals bis zu 600 Männer aus ganz Europa zusammengekommen sind und mit diesem etwas optimistischeren oder schöneren will ich auch diese Führung hier, diese virtuelle Führung beenden. Ich will darauf eingehen, dass eigentlich keine NS-Diktatur oder keine andere Diktatur wird es jemals schaffen, Homosexualität auszurotten, weil Homosexualität gehört einfach zu Menschen, zur Vielfalt der Menschen. Und in diesem Sinn denke ich, ist aber wichtig zu sehen, dass noch in vielen Ländern Homosexualität verboten ist und sogar die Todesstrafe noch geht. Ich selbst habe zwei iranische schwule Freunde und weiß, wie die Zustände sind noch für viele Homosexuelle auf der Welt. Und ich denke, mit diesem Ort wollen wir auch dazu beitragen, wie gesagt, nach entsprechendes CSDs Motto Vielfalt verstärken, die Akzeptanz dieser
Männer auch dieser Flüchtlinge wegen Homosexualität, dass die hier geholfen und Unterstützung finden. So viel vielleicht zum Abschluss unserer Führung von meiner Seite aus. Ja, also auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie zugehört und zugesehen haben. Wenn Sie neugierig geworden sind, sich Sachen angucken wollen, an die wir jetzt in Kürze der Zeit vorbeigeflogen sind, kommen Sie gerne vorbei. Das Hotel Silber hat natürlich wie die anderen Museen auch wieder auf. Der Eintritt ist nach wie vor frei. Größere Gruppen können wir noch nicht machen, aber bis zu 9 Personen und Einzelbesucher ja sowieso. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeigucken mit etwas mehr Zeit vielleicht und ja, sich die anderen Aspekte der Dauerausstellung noch angucken. Es hat ja Freude gemacht, war Spaß von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein durfte hier aus diesem Anlass. Lea, nochmal herzlichen Dank. Ja, Ralf. Ich würde es interessieren, sind in Fragen eingegangen? Nein, noch keine. Schade. Gut. Dann einen schönen Sonntag noch. Tschüss.